Hinter dieser prachtvollen Fassade verbergen sich zwei Welten. Wir sind unterwegs in Marseille, in der Hafenmetropole, in der sich im Norden der Stadt gefährliche Szenen abspielen. Sie kommen mit der Kalaschnikow und zielen oberhalb des Bauches. Sie haben ihn getötet, ihn verbrannt. Warum nur ist uns das passiert? Unsere Reise führt uns zu Geschichten, geprägt durch Gewalt, Rassismus und Drogen. In einer Stadt, in der die Kriminalitätsrate 5-mal höher ist als an jedem anderen Ort in Frankreich. Wir sind unterwegs im 3. Bezirk, im ärmsten Viertel von Marseille. Franzosen, die hier leben, sprechen von 50 Jahren verfehlter Migrationspolitik. Es gibt viele Migranten hier. Alles hat sich seit der Migration verändert. Die Bevölkerung in Marseille in meinem Alter wurde nach und nach ersetzt durch die Einwanderer. All das verursacht Unsicherheit, fördert die Drogenkriminalität und bum, 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 das hört man überall. Ja, das ist alles schon sehr gefährlich. Diese Leute greifen auch die Polizei an. Ist schon gefährlich mit all dem, was hier passiert, mit dem Drogenhandel. Wie schlimm ist das? Na ja, sehr schlimm. Die jungen Leute sterben. Sie sterben. Die Geschichte von Marseille ist auch eine Geschichte der Einwanderer. Wir blicken zurück zu den Anfängen des Auslandsjournals. Bilder aus dem Jahr 1973. Eine Reportage über Marseille, das schon vor 50 Jahren ein Magnet für Einwanderer war. Vor allem aus Nordafrika. Nach dem Algerienkrieg kamen viele Menschen hierher. Hier am Hafen sind die Menschen damals angekommen. Ich erkenne den Leuchtturm wieder. Das Abenteuer Frankreich begann für 1 Million registrierte Araber fast immer im Hafen von Marseille. Damals kommen viele, um zu arbeiten. Die Bewohner von Marseille fühlen sich verdrängt. Die Anfeindungen nehmen zu. Das ist das Ende. Es gibt so viele. Ja, man wird hier rausgedrängt. Notfalls müsse Gewalt angewendet werden. Ich habe zu Hause 2 Gewehre, die sind bereit. Zitat. 1973 werden in Frankreich an die 50 Algerier ermordet, 17 allein in Marseille. Die stolze Hafenstadt, Frankreichs Tor zum Mittelmeer, 50 Jahre später. Wieder eine Welle der Gewalt. Schon über 40 Tote dieses Jahr in Zusammenhang mit Drogenkriminalität. Rekord. Von einem blutigen Bandenkrieg spricht Bezirksbürgermeister Sylvestre. Alles sei schlimmer geworden. In der Reportage sieht man Migranten der ersten Generation, die zum Arbeiten gekommen sind. Heute sind wir bei der 3., 4., 5. Generation und die Einstellung ist eine ganz andere. Man sollte das Problem des bestehenden Rassismus nicht vertuschen. Aber heute haben wir auch ein Respektproblem gegenüber der staatlichen Autorität. Der Staat müsse stärker durchgreifen, fordert er. Die Polizei oft machtlos bei Ausschreitungen wie diesen. Wenn Jugendliche in den Vorstädten ihre Wut zum Ausdruck bringen. Sie fordern nicht mehr Härte, sondern Hilfe, sind frustriert über Perspektivlosigkeit und Rassismus. Auch in Marseille kommt es immer wieder zu Zusammenstößen im Quartier Nord, in den sogenannten Nordvierteln von Marseille. Wie 2020, als der 17-jährige Mehdi von einem Polizisten getötet wurde. Wir treffen Enzo, der sich noch genau daran erinnert. An die Wut auf diesen Straßen in seiner damaligen Nachbarschaft. Danach haben wir für Mehdi demonstriert. Wir haben Gedenkmärsche organisiert. Seit 2005 gab es hier sehr viele Polizeiübergriffe. Das hört nicht auf. Enzo ist Künstler und hat hier früher gelebt. Nach Mehdis Tod hat der 27-Jährige in diesem Viertel sein allererstes Graffiti gemalt. Direkt neben diesem Hauseingang, wo jetzt ganz offen eine Preisliste für Drogen zu finden ist. Dass an dieser Stelle Drogen verkauft werden, ist kein Geheimnis.
auch nicht für die Polizei. Trotzdem läuft das illegale Geschäft irgendwie weiter. Es ist so, dass es in jedem Viertel einen Verkaufsort dafür gibt. Die Polizei spielt hier mit den Jungs aus der Siedlung ein bisschen Katz und Maus. Im Quartier Nord, in den Hochhausghettos im Norden, ließen sich über Generationen hinweg die meisten Einwandererfamilien nieder. Heute gilt es als Problemviertel. 40% der Anwohner sind arbeitslos. Ein Ort, wo bereits sehr junge Menschen in die Drogenszene abfallen, wo es regelmäßig zu Bandenkriegen, zu tödlichen Schießereien kommt. Wo Eltern ihre Kinder beerdigen müssen. Wir treffen Wasila, Mutter von 3 Söhnen und 2 Töchtern. Vor 3 Jahren starb ihr Sohn Brahim im Alter von 21 Jahren. Ein Großteil seiner Kindheit verbrachte er im Quartier Nord. Es ist genau diese Zeit, die ich in meinem Leben bedauere. Die Tatsache, dass ich eine Wohnung im Quartier Nord akzeptiert habe. Und ich frage mich, warum ich das gemacht habe. Diese Zeit hat mich wirklich sehr, sehr viel gekostet. Sie hat mich das Leben meines Sohnes Brahim gekostet. Brahim habe mit Drogen nichts zu tun gehabt. Doch mit einem Kumpel aus der Drogenszene saß der Familienvater an einem Dezemberabend im Auto. Am falschen Ort, zum falschen Zeitpunkt. Er wurde erschossen. Kurz vor seinem Tod ist dieses Foto entstanden. Für Wasila eine letzte Erinnerung an ihren Sohn. Sie haben ihn getötet. Sie haben ihn verbrannt. Sie haben mich nicht einmal meinen Sohn sehen lassen. Er ist gegangen. Er hat mir einen Kuss gegeben und gesagt, bis später, Mama. Diese Jugendlichen sind sich gar nicht bewusst, dass sie eine ganze Familie töten. Ein Kind zu verlieren. Auf diese Weise, das ist unerträglich. Das ist unmöglich. Man kann sich das nicht vorstellen. Ich habe mir nie vorstellen können, dass mir so etwas einmal passiert. Bis heute frage ich mich, warum uns das passiert ist. Der Tod von Brahim, nur einer von vielen. Frankreichs Präsident Macron hat eine Sonderkommission zur Bekämpfung der Drogennetzwerke in Marseille angeordnet. Doch bis heute ist die Situation nicht unter Kontrolle. Von Terror spricht Polizist Rudy Manard. Diese Leute kommen mit einer Kalaschnikow an und zielen oberhalb des Bauches des Gegners. Und manchmal zielen sie auf Menschen, die mit ihnen überhaupt nichts zu tun haben. Letzte Woche hatten wir einen Fall in Marseille. Eine junge Frau im Alter von 24 Jahren, die in ihrem Zimmer vor dem Computer gearbeitet hat, wurde mit einem Kopfschuss getötet. Jeden kann es hier treffen, jedes Kind, jede Familie. Im Sozialzentrum L'Agora treffen wir Mütter aus dem Nordviertel. Sie alle machen sich große Sorgen um die Sicherheit ihrer Kinder. Wenn ich meine Töchter betrachte, denke ich immer, nein, das ist nicht normal. Sie sind immer ein wenig verängstigt und nervös. Der französische Staat hilft nicht. Er lässt die jungen Leute im Quartier Nord einfach machen, was sie wollen, weil es die Schwarzen und die Araber sind. Sie sind ihnen egal. Sollen sie sich doch untereinander umbringen. Die scheren sich einen Dreck. Am späten Nachmittag holt Henriette ihre kleinen Kinder von der Schule ab. Die 10-fache Mutter kommt aus La Mayotte, einer französischen Insel im Indischen Ozean. Auf keinen Fall möchte Henriette, dass ihre Kinder alleine durchs Viertel laufen und in die Hände von Drogendealern geraten. Ich habe sehr große Angst. Ich habe große Kinder. Meine Tochter ist 21, mein Sohn 19. Die gehen zur Uni. Ich habe große Angst um sie. Sie hofft auf ein besseres Leben für ihre Kinder, auf eine Perspektive in diesen Sozialbausiedlungen im Norden. Ein Viertel der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Viele Kinder und Enkelkinder von Einwandererfamilien wohnen bis heute hier. Hallo, wie geht's? Das sind die Jugendlichen aus dem Viertel. Wir sind unterwegs mit Kader, hier auch bekannt als Le Patron. Der Chef. Ça va ou quoi?
Du kennst sie alle. Naja, ich bin hier aufgewachsen. Ich bin 47 Jahre alt, also kenne ich so ziemlich jeden hier. 1963 sind seine Eltern nach Frankreich gekommen. Für Kader ist das Quartier Nord in erster Linie Heimat und Familie. Doch sein Zuhause hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Was sind denn die größten Probleme für Jugendliche hier? Das Problem, das sie hier haben, ist, dass sie vom Geld angezogen werden. Das schnelle Geld aus dem Drogennetzwerk. Diejenigen, die Geld brauchen, werden immer jünger und werden da hineingezogen. Vom schnellen Geld sprechen hier alle. Wenn 12-, 13-jährige Kinder bereits 50 Euro am Tag verdienen. Hunderte von Euro fließen hier sogar für den Drogentransport. Doch Kader will gegen diesen Zustand ankämpfen, mit solchen Kunstprojekten mitten im Viertel. Das Leben der Jugendlichen im Quartier Nord ist hart, weil sie von Verbrechen angezogen werden. Und wir versuchen ihnen den richtigen Weg zu zeigen. Wir bieten ihnen an, solche Malereien oder andere Dinge zu machen, um ihnen zu helfen, damit sie für sich selbst eintreten, damit sie mal von hier wegkommen. Kein Mist bauen. Der Sozialarbeiter sucht immer wieder das Gespräch zu jungen Leuten. Die Verkäuferin Narges fühlt sich an ihrem Arbeitsplatz, in ihrem eigenen Lebensumfeld nicht mehr sicher. Abends habe ich Angst. Ich arbeite im Lebensmittelladen, aber zur späten Stunde ist niemand mehr auf der Straße, keiner geht raus. Früher haben wir bis 1:30 Uhr nachts gearbeitet. Jetzt bin ich gezwungen, schon nachmittags zu schließen, da keine Kunden mehr kommen. Armut und Kriminalität prägen den Alltag vieler Menschen in Marseille. Doch es gibt sie, die, die sich nicht damit abfinden, dass die Herkunft ihre Zukunft bestimmt. Heute lebt Enzo in der Innenstadt von Marseille, der Stadt mit den zwei Gesichtern. Er hat es geschafft, aus dem Problemviertel rauszukommen, sich ein neues Leben aufzubauen. Seine Leidenschaft für die Kunst hat ihm dabei geholfen, seinen eigenen Weg zu gehen. Wir sind es, die sich an das Leben hier anpassen müssen. Wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir etwas an uns ändern. In einem Wort würde ich Marseille als meine Mutter bezeichnen, als die Mutter von uns allen. Die schöne Rebellin, wie die zweitgrößte Stadt Frankreichs auch von vielen genannt wird, ist ein Ort der Kontraste. Zwischen Drogenkriminalität und harten Fronten kämpfen die Menschen hier weiter für ein Leben mit mehr Sicherheit in Marseille.